Moin Freunde, Grüße von der Meisterfront. Da steht's nochmal. Köln sicherte sich den Bundesligatitel. Ein spannender Endlauf war das doch mal schön. So, aber genug der Freude. Wir haben jetzt vor uns Borussia Dortmund, die Eintracht Frankfurt im Viertelfinale weggeklatscht haben mit 3-0. Die hatten immerhin einen Erstligisten gegen sich. Und das spricht gut, dass Córdoba jetzt wieder da ist. Brahim Diaz und Phil Foden sind abgeschlossen. Was sagt er mir denn bei den Spielern? 68 und 66. An ihnen bin ich eigentlich auch interessiert. Aber die beiden habe ich auch schon mal im Blick für die nächste Saison. Sind noch jung, kurz vor den 70er Bewertungen. Und kosten nicht allzu viel momentan. Mal schnelles Training machen. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie jetzt hier der Hahn kräht. Gegen Dortmund, denke ich mal, werde ich Córdoba noch nicht wieder einsetzen. Denn er ist bestimmt nicht bei 100%, ne? Da. Annehmen wir, ist das zu riskant. Das Risiko will ich nicht auf mich nehmen. Aubameyang, natürlich. Ihr wisst es, die Saison ist halt nicht aktuell, weil wir das Let's Play angefangen hatten, als FIFA 18 frisch rauskam. In Dortmund. Das Halbfinale. Bin ein bisschen nervös, weil Pokalspiele meistens immer etwas spannender sind oder etwas schwieriger. Auf jeden Fall die Stimmung im Stadion ist beim Aufwärmen schon heiß. Es wird immerhin ausgelost, wer ins Finale einzieht. Aber ich weiß leider nicht, gegen wen da gelost wird. Immerhin, komm, toll. Endspurt. Wir haben es noch vor der Brust. Wir können das Double holen in unserer ersten Saison. Dann müssen wir aber erstmal an Dortmund vorbei. Rode. Aubameyang. Gleich mal den Ball klauen. Aubameyang nicht ins Spiel kommen lassen. Mbolo. Aber Dortmund steht im Mittelfeld schon mal gestaffelter als die anderen Teams. Und sie haben immerhin Jonas Hector, unseren ehemaligen Kapitän, in ihren Reihen. Boah. Gleich mal ein Foul, Aubameyang. Risse, komm, wir machen es mal kurz. Auf Sørensen. Mbolo. Mbolo. Er kommt durch, Mbolo. Und die Lebenshürde, Bürki, steht im Tor. Müller würde ich jetzt sagen, versuch's mit Distanzschüssen, die hätte er sowieso nicht. Mbolo ist im Fokus. Ah, stimmt, es geht sogar. Er kann, auf jeden Fall ist er ja Torschützenkönig der Bundesliga und führt ja momentan auch die Pokaltorliste an mit 5 Toren. Er könnte in beiden Pokalen sich die Torjägerkrone sichern. Was war das denn jetzt für eine Annahme? Castiel. Schön. Ist ausgespielt. Bei Dortmund habe ich ja zum Beispiel für die nächste Transfersaison Paslak auf der Transferliste oder auf dem Kicker. Hoffe nur nicht, dass die Gurken den jetzt hier ausgeliehen haben. Junger rechter Außenverteidiger. Den man noch formen kann. Und da wir so wenig Außenverteidiger. Eieiei. Außenverteidiger haben, müssen wir echt mal überlegen. Aber ich glaube, den ersten Transfer, den wir in der neuen Saison tätigen werden, ist ein Ersatztorhüter oder beziehungsweise ein Backup für Horn. Falls er mir abgekauft werden sollte. Aber ich weiß nämlich jetzt nicht, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Schönes Spiel, Bittencourt und Amiri. Das war dumm, ich wollte wieder auf Amiri. Cuadrado, Rode, Schürrle. Ah, kommt nicht dran. Aubameyang. Das ist jetzt mal das Problem. Und das ist das 1-0 für Dortmund.
Wenn der in Fahrt kommt, ne, das ist der Wahnsinn. Pierre-Emerick Aubameyang. Aber da kommt die Verteidigung null hinterher. Das ist sein dritter Treffer. Ich glaube, ich habe schon zu viel gelabert wieder davor mit Double und so. Das ist einfach dumm gewesen. Ich habe die Fußballgötter wieder verzürnt mit so einem Gelaber. Na komm, steh auf da. Keine Zeit für Schwalben. Schürrle. Busquets. Okay. Da wird nicht überlegt, obwohl das ein klassischer Fußfeger war. Müssen echt aufpassen. Dortmund rangelt hier ganz schön viel. Und das heißt wieder, dass wahrscheinlich bei mir wieder jeder Rotz gepfiffen wird. Mein Gott, Alter, kommt, setzt euch mal durch. Da, das meine ich. Mein Gott, Alter, ich habe klar den Ball gespielt. Jetzt komm mal hoch da. Okay, wir müssen jetzt auf Karten scheißen. Jetzt müssen wir halt ein bisschen körperbetonter spielen. Das ist doch kein. Doch klar vorher gespielt. Kommt schon, ey. Bin echt wieder ruhiger als in den letzten Spielen. Die große Schnauze ist weg. Ach Mann, Alter, wir brauchen noch. Ja, komm. Nein! Ah! Na, was? Hä, warum rennt er denn weg vom Ball? Ich lenk doch klar drauf. Da gewinnst du mal einen Zweikampf und die Männer rennen vom Ball weg. Was ist denn das? Amiri jetzt. Nein! Ah! Es ist so klar. Es ist so klar. Leute, stören. Nicht zugucken, wie die sich da die Bälle hin und her spielen. Mein Gott. Endlich mal einer dieses Ball da gewinnt. Trotzdem fehlt mir hier ein Mann vorne. Das ist Bittencourt. Wo hockt er denn? Alter, das wird eine Debakel-Partie. Was ist das denn? Warum hebt er denn das Bein, als wenn er zum Tanzen ansetzen will? Da, jetzt guckt euch dieses Verteidigen an da. Hebt er das Bein, anstatt da. Ich drück Viereck zum Abgrätschen und er hebt das Bein. Als wenn er pinkeln muss. Da, guckt euch das an. So verteidigt man. Mein Gott. Muss das Dortmund jetzt erstmal 10.000 Mal jetzt noch vorführen, wie man gegen den Ball spielt. Nein, guck mal da, sie bleiben alle stehen. Es geht keiner mit nach vorne. Alter, so ein Dreck. 2 zu 0 zur Pause.
Die sind alle angeschlagen vom Fitness her, ne? Es ist der Wahnsinn. Dabei habe ich die alle frühzeitig runtergenommen in der letzten Partie. Da wieder gezogen. Bei mir wäre es wieder eine Überlegung gewesen. Vitinho. Ja, guck mal. Es geht, ne? Komischerweise. Es geht doch. Mein Gott. Ah, schön im Bolo. Schön mal dazwischen gegangen. So, und jetzt verlieren wir wieder den Ball, weil das wieder so eine bescheuerte Abnahme da war. Mann, ey. Beknackteste Pass und die bescheuerste weitere Annahme der Welt. Ja, jetzt gib mal hier eine Karte. So kann es ja jetzt nicht weitergehen. Na? Ja, gelb. Dann diskutierst du auch noch? Schieß mich von hier aus, das ist eigentlich dumm, ne? Ich mach's jetzt einfach mal. Es ist nicht dumm! Risse! Alter! Alter, was ein Ding! Oh mein Gott! Bitte lass den keinen berührt haben. Boah. So nah am Pfosten vorbei. Boah. Über den Treffer komme ich jetzt nicht klar. Wir haben immer noch das Problem, wir spielen immer noch in Dortmund und die haben auch immer noch die Chancen und die guten Spieler. Dominik Heinz. Ja, wie sehen, was heißt, die haben auch immer noch die guten Spieler. Die haben immer noch die Spieler, die eine Partie alleine drehen können, wie zum Beispiel ein Aubameyang. Embolo, jetzt kommt. Nein! Nice! Man muss nur meckern. Boah, knapp vor Hector dran gewesen. Högers erstes Tor im Pokal. Erster Wechsel bei Dortmund. Rode runter und der Hut rein. Roddy. Mein Gott. Ja, jetzt haben sie immerhin schon mal einen frischen im Mittelfeld. Rode hatte sich ja gut verkauft in den ersten 45 Minuten. Und Dortmund hat als nächstes Werder Bremen gegen sich. Boah! Und da ist klar. Warte, wir wollen jetzt mal wechseln. Da hat es klar nur Aubameyang getroffen. Risse geht runter. Ané kommt rein. Na komm, wir müssen nochmal was für die Verteidigung tun. Heinz geht runter und Meri kommt rein. Wir müssen unbedingt was in der Verteidigung machen. Schönhorn. Mal runterlaufen lassen. Klünter. Gleich mal auf den neuen Mann auf der Außen, Arnes. Wird kaum gestört von Toprak. Hinten ist Bittencourt und der dreht sich wieder so dämlich weg. Embolo. Ui. Schönes Dribbling in den Mann rein. Dortmund wechselt. Toljan runter für Marc Bartra. Außenverteidiger runter für einen neuen Innenverteidiger. Finde ich zwar jetzt ein bisschen schwachsinnig, aber. Boah, da kommt Aubameyang aber ordentlich angedudelt. Mit einem hohen Speed.
Der Hut. Schürrle. Guerrero. Schürrle auf der Hut. Schürrle. Schön gemacht. Mere. Ah, nächstes unten wieder. Das ist das lange Ding auf Embolo. Der hat den Speed. Embolo. Birki. Coutinho auf Arnes. Die Idee war gut. In der Ausführung hat es wieder ein bisschen gehapert, beziehungsweise mit dem Verständnis. Da Hut. Na, ui, 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 ui. Ausgefahrene Arme habe ich doch da gesehen. Schön gemacht. Es ist wieder, es ist so ein Krampfspiel gerade. Oh, schön gesehen. Oh. Guerrero runter für Gaia. Auch ein guter Außenverteidiger. Dabei er jetzt bei Dortmund spielt, wird er ein Schweinegeld kosten. Auch gerade mal 19 Jahre alt, so ein Dreck. Hätte ich gerne gehabt. Muss ich mal gucken, ob ich den abnutzen kann. Kleine Ketterschauer, der Hut. Hector, Matra. Castello. Sokrates vorne jetzt. Auf Arnes. Vitinho. Ja, komm, behalte mal ein bisschen. Klünter, genau. Kurz wieder hoch. Einmal in die Mitte. Jetzt eigentlich gehofft, dass Klünter mit ein bisschen mitrennt, aber. Es gibt nur Abstoß. Mist. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir mal den Ball bekommen. Zack. Arnes. Vitinho. Schade. Festgelaufen. Bittencourt. Hoppala. Ah, shit happens. Das war jetzt dumm. Aber Gott sei Dank ist da keiner mitgelaufen von Dortmunds Seite aus. Klar, gibt Gelb für ein erst taktisches Foul. Ich habe eigentlich eher gehofft, den Ball zu treffen, um ihn damit ein bisschen nach vorne zu grätschen. Der lupft ihn rein. Nette Idee. Boah, Mere wieder gut aufgepasst. Jetzt kommt ein langes Ding auf Embolo. Das müsste mal unten einer mitlaufen. Da kommt Arnes jetzt endlich mal an. Hat aber auch kaum noch Speed, der Junge. Aber er kämpft sich den Embolo! Ecke. 3 Minuten Nachspielzeit. Busquets, komm, fighten, Junge. Schön. Busquets, Flanke kommt. Birki hat ihn. Jetzt. Ja, oh Gott. Hey, Freunde. 2:3, also ein 2:0 noch gedreht. Heidi Witzka, ey. Okay, ich bin ein bisschen angespannt. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es gegen den SC Freiburg geht. Danke fürs Zusehen. Ciao.